In diesem Film zeigen wir Ihnen den Wechsel des Luftfedermoduls an der Vorderachse des Range Rover Typ L322. Die im Film gezeigten Anweisungen sind zu 100% einzuhalten. Bei Arbeiten an der Luftfeder muss die Zündung ausgeschaltet bleiben. Ziehen Sie vor Beginn der Arbeiten den Zündschlüssel ab. Für den Umbau des Luftfedermoduls ist entsprechendes Werkzeug und Ausrüstung des Fahrzeugherstellers erforderlich. Im ersten Schritt nehmen Sie das neue Federbein aus der Verpackung. Bitte beachten Sie die mitgelieferte Montageanleitung. Beim Range Rover Typ L322 ist es erforderlich, bei Arbeiten an der Luftfeder ein Diagnosegerät zu verwenden. Das Diagnosegerät wird über den OBD-Stecker mit dem Fahrzeug verbunden. Hiermit lässt sich das Entleeren und Befüllen des Luftfedersystems steuern. Vor dem Ausbau wird der Höhenstand gemessen. Von der Radnabenmitte bis zur Kotflügelunterkante. Notieren Sie das Messergebnis. Anschließend wird das Fahrzeug an den dafür vorgesehenen Aufnahmepunkten angehoben und die Räder demontiert. Kontrollieren Sie das angehobene Fahrzeug eingehend auf Schäden. Achten Sie dabei besonders auf die Fahrwerklagerung. Entfernen Sie den rechten Innenkotflügel für einen ungehinderten Zugang zum Druckluftverteiler. Tragen Sie stets eine geeignete Schutzbrille bei Arbeiten am Druckluftsystem. Im nächsten Schritt wird die Druckluftleitung am Verteiler mit geeignetem Werkzeug vorsichtig gelöst, bis das Geräusch ausströmender Luft wahrzunehmen ist. Lassen Sie die Luft komplett ausströmen und beachten Sie mögliche Verletzungsgefahren. Lösen Sie die verbauten elektrischen Leitungen aus Ihren Halterungen sowie die Bremsleitung am Federbein. Lösen Sie anschließend die Koppelstange vom Federbein. Lösen und entfernen Sie Schrauben und Muttern an der Federbeinaufnahme des Achsschenkels. Sichern Sie den Achsschenkel mit geeignetem Werkzeug gegen unerwünschtes Absinken. Entfernen Sie nun ein gegebenenfalls vorhandenes Tilgungsgewicht sowie den, bei elektronischen Fahrwerken vorhandenen, Anschlussstecker oben am Federbein. Lösen und entfernen Sie nun die vorhandenen Muttern am Federbeindom. Entfernen Sie das Federbein so weit, dass die Druckluftleitung problemlos abgeschraubt werden kann. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug und lösen Sie die Druckluftleitung vorsichtig vom Federbein.
Jetzt wird der Druckluftanschluss des neuen Federbeinmoduls abgeschraubt. Achtung! Entfernen Sie dabei auf keinen Fall vorab den Kunststoffstopfen. Tauschen Sie mit Hilfe der mitgelieferten Neuteile die Verschraubung am Druckluftschlauch aus. Achtung! Achten Sie auf die korrekte Montage des Konusrings. Der Konus muss in Richtung Druckluftleitung zeigen. Platzieren Sie vorsichtig das neue Federbein und montieren Sie die Druckluftleitung. Achtung! Setzen Sie die Verschraubung vorsichtig per Hand an, um eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden. Im nächsten Schritt wird das neue Luftfedermodul mit neuen, selbstsichernden Muttern am Federbeindom verschraubt. Ziehen Sie die Muttern gleichmäßig nach Herstellervorgaben fest. Montieren Sie den bei elektronischen Fahrwerken vorhandenen Anschlussstecker am Federbeindom sowie ein gegebenenfalls vorhandenes Tilgungsgewicht. Setzen Sie das Federbein in die zugehörige Aufnahme des Achsschenkels ein und fixieren Sie es mit neuen Schrauben. Ziehen Sie die Halteschrauben nach Herstellervorgaben fest. Fixieren Sie die Bremsleitung am Federbein sowie sämtliche verbaute elektrische Leitungen in den dafür vorgesehenen Halterungen. Montieren Sie die Koppelstange am Federbein und ziehen Sie die Schrauben nach Herstellervorgaben fest. Montieren Sie die Druckluftleitung am Verteiler. Anschließend wird der Innenkotflügel montiert. Im nächsten Schritt befüllen Sie das Luftfedermodul mit dem zuvor genannten Diagnosegerät. Nach erfolgtem Einbau des Luftfedermoduls werden die Räder fachgerecht montiert. Beachten Sie hierbei die Anzugsmomente des Herstellers. Das Fahrzeug niemals mit druckloser Luftfederung von der Hebeeinrichtung ablassen. Lassen Sie das Fahrzeug nur so weit ab, dass es soeben Bodenkontakt erreicht. Starten Sie das Fahrzeug und warten Sie mindestens 2 Minuten, bis das Fahrzeugsystem den Luftdruck angeglichen hat. Danach können Sie die Hebeeinrichtung weiter ablassen, bis das Fahrzeug die eingangs gemessene Höhenlage erreicht hat. Betätigen Sie anschließend die Anhebefunktion der Bordelektronik, um die korrekte Funktionsweise der neu verbauten Luftfedermodule zu überprüfen.
Bitte führen Sie nach Arbeiten an Fahrwerkteilen grundsätzlich eine Achsvermessung durch. Bilstein. Drive the Legend.